Rollenbild der Frau 45 und 55. Das war ja ein Start mit sehr vielen emanzipatorischen Ideen eigentlich. Was ist denn dann eigentlich draus geworden in den 10 Jahren? Ja, zunächst einmal eben ist das Bewusstsein der Frau noch gar nicht so schnell nachgewachsen. Und in dieser ersten Phase nach der Gründung der Bundesrepublik war auch in den Befragungen Gleichberechtigung, fanden die Mehrheit der Bevölkerung gar nicht wichtig und ganz uninteressant. Und die Frauen sind auch ziemlich klaglos, wann immer sie konnten und die Ernährer wieder da waren und genug da war, aus dem Beruf wieder ausgeschieden. Und eine Politisierung in der Zeit war fast ganz ausgeschlossen. Und ich erinnere mich noch gut, dass wir in meiner Partei, in der liberalen Partei, der FDP, nur ganz wenig wirklich engagierte Frauen hatten. Und wir deshalb damals alle Frauenausschüsse aufgelöst haben, weil wir gesagt haben, es nützt nichts, wir können uns nicht isolieren in unserer Frauenpolitik, wir müssen in alle Männerpolitik hineinkommen. Aber also auch in Wahlversammlungen, ich erinnere mich noch an meine oberbayerischen Wahlversammlungen als junge Abgeordnete, da saß so gut wie nie eine Frau abends in den Wahlversammlungen vor Landtagswahlen. Und da saßen die Männer im Gasthof und hatten den Hut auf. Und eigentlich waren sie gar nicht hingekommen, um die junge Abgeordnete zu hören, sondern weil sie halt in den Gasthof gegangen sind, nicht? Und das war dann immer so Zwischenrufe, ja, sie sollte mal lieber was von Kindern und Haushalt verstehen, als uns hier zu erzählen, dass wir in Bayern die Prügelstrafe wieder abschaffen sollten. Also ich war wirklich ein Unikum in der Weise. Aber ich war so unbefangen. Ich fand das alles so schön und so nötig und so, ja, so wichtig. Und von daher gesehen habe ich gar nicht mitgekriegt, dass die, wenn ich mich umguckte, da eigentlich gar keine Frauen waren, die mir folgten. Das wurde dann erst mit dem Bewusstsein der Benachteiligung, auch der Mädchenbildung in Bayern und anderswo, mit dem Bewusstsein der Chancenungleichheit, die trotz Gleichberechtigung ja überall ganz radikal praktiziert wurde. Und das hat sich ja dann 70er Jahre Studentenunruhen bis in unsere Zeit fortgesetzt. Aber der Fortschritt, der Riesensprung seit den 50er Jahren, wenn man es miterlebt hat, ist eigentlich der größte gesellschaftliche Fortschritt, den wir überhaupt erzielt haben.